Ja, einen schönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite aus. Und ja, es ist schön, so viele unbekannte Gesichter zu sehen. Und ich freue mich, dass so viele heute Abend da sind, um eine Geschichte mit Gott zu hören. Mein Name ist Jürgen Schmidt. Wahrscheinlich haben Sie es irgendwo schon mal gehört oder gelesen. Ich bin Jahrgang 1968 und ich bin heute mit meiner Ehefrau, der Lisbeth, da. Und ja, wir sind seit 1993, ich weiß es. Wir haben erst Hochzeitstag gehabt vor einer Woche. Seit 1993 sind wir verheiratet, haben zwei Söhne. Der Große ist 18, der Kleine ist 15. Meistens sage ich 16, aber in Wirklichkeit ist er 15. Ja. Aktuell bin ich beruflich Teilzeit selbstständig, unter anderem mit so, bauen wir, ich nenne es mal Lego-Figuren zu Bibelfiguren um, und wir machen auch Bausätze zur Bibel, verschiedene Häuser und so weiter. Wen das interessiert, ich habe da ein paar Flyer, und ich bin nebenbei zusätzlich noch Gemeindereferent in einer Freikirche und darf auch immer wieder mal eine Jesus-Ausstellung zeigen. Wen das interessiert, einfach mal googeln, jesus-ausstellung.de. Das ist die Jesus-Ausstellung, die war jetzt vor 4 Wochen das erste Mal seit Corona wieder zu sehen. Es ist eine Wanderausstellung über Jesus mit ungefähr 250 Exponaten, teilweise aus der Zeit Jesu. Und für mich geht es einfach darum, in dieser Ausstellung die Wahrheit der Bibel entdecken zu helfen. Die Bibel ist ein großartiges Buch. Jesus ist eine großartige Person. Und es freut mich immer wieder, wenn ich merke, wie Menschen in dieser Ausstellung Jesus ganz neu kennenlernen und der Bibel ganz neu vertrauen können. Ja, soweit mal ein paar Hintergrundinfos zu uns. Genau, wir kommen noch aus der Hersbrucker Ecke, falls das irgendjemand kennt. Henfenfeld wird kein Mensch kennen. Kleines Dorf, und ja, von dort durften wir heute Abend hierher kommen. Wenn ich so zurückblicke auf unser Leben, dann stellt sich sehr schnell die Frage, warum mein Gott? Und meistens stellt mir ja die Frage in die Richtung, wie kann Gott das zulassen? Warum hat er das getan? Warum muss das so sein? Und so weiter. Aber mich bewegt ein anderes Warum. Warum, mein Gott, war ich dir so wichtig? Warum hast du mit mir eine Geschichte geschrieben? Warum bist du so oft mir hinterhergegangen? Warum hast du dich so sehr um mich gekümmert? Was ist denn an mir so Besonderes, dass du dir diese Mühe gemacht hast, um mich nicht fallen zu lassen und nicht im Stich zu lassen? Ja, Gottes Spur in meinem Leben könnte man das heute Abend auch nennen. Und es sind so viele Abdrücke in meine Gottesabdrücke, würde ich mal sagen, in meinem Leben, die mich immer wieder begeistern. Auch wenn ich zurückdenke an mein Leben, an verschiedene Situationen, dann beeindruckt es. Ich bin ursprünglich, wie wahrscheinlich viele hier in der Region auch, in einem sehr katholischen Elternhaus groß geworden. Also wir waren so katholisch, dass mein Vater sogar Briefe gekriegt hat mit der Überschrift Herr Pfarrer Gerhard Schmidt. Das war er nicht, aber er hat zumindest gepredigt. Meine Mutter war im Frauenbund, mein Bruder hat Ministranten ausgebildet und ich war im Pfarrgemeinderat. Also wir waren eine richtig tief katholische Familie. Und trotzdem bin ich mit einem gewissen Verständnis groß geworden, das mir sehr bald vermittelt hat, naja, die ganze Sache kannst du nicht zu eng sehen. Weißt du, die Bibel, wir wissen ja, das hat die Evolution gegeben, also kannst du der Bibel nicht vertrauen, weil die erzählt ja eine ganz andere Geschichte, wie das mit den Menschen und der Welt und dem Ganzen entstanden sein soll. Und wenn man von Anfang an der Bibel dann nicht vertrauen kann,
ach, dann lass es lieber ganz sein. Und so ging es mir, glaube ich, wie ganz vielen anderen auch. Man baut sich, obwohl man in einer Kirche zu Hause ist, seinen ganz persönlichen Glauben. Fundiert mit den religiösen Prägungen und Erfahrungen, die man natürlich hat, zusammengesetzt mit verschiedenen Gedanken und Ideen, die man gerne mit dazu hätte. Und so war mein Christsein eben eine Mixtur aus, ja, katholischer Religiosität, eigenen Wunschvorstellungen und Dingen, die ich mir gerne gedacht hätte. Und so ging das Stück für Stück mein Leben lang. Und ungefähr als ich 16 Jahre alt war, habe ich eigentlich die erste tiefe Krise in meinem Leben gehabt. Damals war, ja, ich habe so das Empfinden gehabt, mein ganzes Seeleben, alles, was mir Sicherheit geboten hat, ist so nacheinander zerbrochen. Das hat angefangen, natürlich in dem Alter, man sieht, Freunde haben eine Freundin und man hat es dann auch gerne oder hätte es auch gerne haben wollen, nur haben die Mädels das meistens anders gesehen oder praktisch immer anders gesehen. Und irgendwo zweifelt man dann natürlich an sich selbst. Mit 16 kriegt man dann natürlich auch ganz schnell Torschlusspanik, haben viele von euch wahrscheinlich auch erlebt. Naja, was ist, wenn ich keine abkriege? Und dann ging es weiter, dass meine schulischen Leistungen immer katastrophaler wurden. Naja, heute weiß ich, lernen wäre so ein Schlüsselwort gewesen, aber es hätte auch anders gehen können. Und dann ist so die Freundschaft, die Clique zerbrochen, die Freunde, mit denen ich zusammen war. Und das Schwierigste war, dass meine Eltern genau in dieser Zeit, wo ich 16 war, auch noch die Pubertät bekommen haben. Und es unheimlich schwierig mit meinen Eltern geworden ist. Und ich muss gestehen, dass in dieser Zeit ich einfach meinen Lebensmut verloren habe. Und so flapsig, wie ich das heute sagen konnte, so hatte ich das damals eigentlich gar nicht empfunden. Für mich ist Stück für Stück meine Welt zusammengebrochen. So weit zusammengebrochen, dass ich tatsächlich lebensmüde geworden bin. Und ich weiß, es war irgendwas war an dem Tag wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich habe dann an diesem Abend vorm Schlafengehen gebetet und habe gesagt, mein Gott, ich habe nur einen Wunsch. Ich möchte am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen. Und ich weiß, ich hatte da so einen kleinen Hintergedanken, weil ich dachte, weißt du, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, dann gibt's Gott nicht. Dann hast du den Beweis dafür und dann kannst du tun und lassen, was du willst und, naja, dann kannst du neue Regeln leben. Und ich bin in dieser Nacht eingeschlafen und es ist etwas passiert, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen gewagt hätte. Ich wache mitten in der Nacht auf, weil ich eine Stimme höre, die mir lediglich den Satz sagt, bist du dir sicher? Dann tue ich das. Und ich weiß noch, mir läuft jetzt noch das Eiskalte im Rücken runter. Ich wach auf, ich mache das Licht an, weil so etwas habe ich noch nie und nie mehr erlebt. Das war ganz anders, wie man kennt ja diese Träume, wo man wach wird und denkt, huch, bin ich jetzt die Treppen entlang gelaufen oder was auch immer. Das war ganz anders. Ich hätte schwören können, wenn ein Kassettenrekorder gelaufen wäre, der hätte diese Stimme aufgenommen. Und ich sitze da in diesem Bett und ich bin total baff und denke mir, was ist, wenn ich dieses Gebet jetzt nicht rückgängig mache? Und ich habe in dieser Nacht dieses Gebet rückgängig gemacht. Und ich habe gesagt, mein Gott, ich möchte am nächsten Morgen aufwachen. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ab diesem Moment ist alles anders. Aber eigentlich war gar nichts anders. Es war eine Erfahrung, die mich erschreckt hat, aber eben mehr nicht. Und dann 2 Jahre später ungefähr, dann kam eine nächste für mich sehr prägende Erfahrung. Ich bin damals mit einer Jugendgruppe und Freunden nach Frankreich gefahren und wir sind dann zu, ich weiß nicht, wer dieses Kloster Mont-Saint-Michel auf diesem Fels im Atlantik kennt.
Und doch ist der Atlantik, glaube ich. Und dann waren wir dort und ich hatte einen Freund dabei, der war so ein wenig, naja, so ein wenig okkult. Und er hat gesagt, ja, da gibt es Schrumpfköpfe zu kaufen, wir brauchen unbedingt so einen Schrumpfkopf. Und ich googelt mal, wenn ihr wissen wollt, was es ist. Ich erkläre es hier jetzt nicht. Und ja, dann sind wir so in so kleine Läden rein und die haben lauter so mystisches Zeug gehabt und so kleine Dämonen und was auch immer. Und der war total begeistert und ja, irgendwie war das unbehaglich. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass überall in diesem Kloster so kleine Dämonen an der Wand waren und irgendwo über den Fassaden und so weiter. Und ja, wir sind dann zurückgefahren von diesem Kloster und für mich war das eine sehr, ich weiß es nicht, ich konnte diese Erfahrung nicht einordnen, bis ich plötzlich was gemerkt habe, was ich überhaupt nicht einordnen konnte. Ich hatte Momente seitdem, wo ich bestimmte Dinge einfach wusste, die ich eigentlich nicht wissen konnte. Das war so wie, wir haben gespielt und plötzlich wusste ich ganz genau, was die Zahlen auf den drei Würfeln unter dem Würfelbecher sind. Und ja, jetzt kann man schmunzeln und sagen, naja, Zufall. Und das wiederholte sich immer wieder. Also ich konnte das nicht steuern, aber es gab diesen Moment, ich wusste es einfach. Mich hat jemand gefragt, wie lange dauert denn die Führung noch? Und ich habe gesagt, aus tiefster Überzeugung 27 Minuten und 23 Sekunden von einer Führung, die ich nie vorher erlebt hatte. Und auf die Sekunde genau war das so. Und so gingen verschiedene andere Dinge. Lottozahlen haben leider nicht funktioniert. Da kam leider nie etwas. Aber das war etwas, was mich absolut verunsichert hat. Weil ich bisher gedacht habe, sowas gibt es nicht. Also ich war nie jemand, der so irgendwo im Okkultismus oder der Esoterik drin war. Und ich habe meinen Kumpel eher beschmunzelt, wenn er mal davon erzählt hat. Und ich glaube, der war selber auch nicht so tief. Es war halt einfach cool. Aber das war etwas, was mir Angst gemacht hat. Vor allem Angst, weil ich war da so 18, 19, weil ich in der Zeit plötzlich eine Sache wusste. Ich werde keine 20 Jahre alt. Und naja, irgendwo, man tut es ab. Naja, Einbildung ist eine Spinnerei, ist keine Realität. Und trotzdem, dieser Gedanke ist immer wieder groß geworden. Was ist, wenn das genauso stimmt wie die anderen Dinge, von denen du es einfach wusstest? Und ja, so war das etwas, was mich so diese Monate verfolgt hat. Und ich weiß, das war im Dezember, bin ich 20 geworden. Ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Ich bin der lebende Beweis. Und im Sommer habe ich hin und her überlegt und ich hatte dann eben den Urlaubsplan, zu einer Flugschau zu fahren, und weil mich Flugzeuge das Ganze interessiert haben. Und irgendwo war dann ein Problem nach dem anderen und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich einen komplett anderen Urlaub gemacht, bin dann mit zwei Mädels zelten gefahren. Ich rate jeden davon ab. Es war laufend, dass irgendjemand von den beiden gesagt hat, Jürgen, könntest du mir nicht bitte? Und mitten in der Nacht, so man liegt im Zelt, man schläft so halb ein und dann plötzlich, ich habe so Sonnenbrand, könntest du zum Auto gehen und die Sonnencreme holen? Ach so, und wenn du eh wach bist, dann könntest du mir noch was zu trinken mitbringen. Hey, ich bin nicht wach. Nein, okay. Also auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ich rate jedem ab. Wahrscheinlich werden die Mädels jetzt sagen, naja, mit Männern ist auch nicht anders. Und ich komme heim von diesem Urlaub und denke mir, naja, war anstrengend, nichts Besonderes. Und ich weiß nicht, wem von euch, von Ihnen, der Name Rammstein etwas sagt. Das war, die Alternative wäre diese Flugschau in Rammstein gewesen, bei der meines Wissens nach über 70 Menschen verbrannt sind. Es war zumindest ganz vorsichtig formuliert ein sehr eigenartiger Zufall. Und ich bin dann zurück, als ich dann zurück war und es verstanden habe, ja, da war ich sehr irritiert. Und ich hatte schon das Bewusstsein, ab diesem Moment
solltest du dein Leben verändern. Du solltest versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Und das habe ich dann wirklich auch versucht. Ich wollte nicht mehr unfair mit anderen Menschen sein, also ich wollte liebevoller sein, ich wollte nicht mehr alternative Wahrheiten sagen und lauter solche Dinge. Und ja, ich habe mich echt bemüht und daran gearbeitet, nach 3 Tagen kapituliert, weil ich gemerkt habe, ich kann meinen inneren Schweinehund nicht überwinden. Und habe mir dann gedacht, okay, du kannst es nicht, du kannst kein besserer Mensch sein. Und ja, so habe ich gemerkt, ich muss mein Leben irgendwo neu einsortieren und gleichzeitig merke ich, ich kann es nicht. Und zu dieser Zeit ist dann noch etwas passiert, dass eine sehr gute Freundin von mir erzählt hat, du Jürgen, ich habe mich bekehrt. Was hast du? Ich habe mich bekehrt. Ich lese jetzt jeden Tag in der Bibel und frage Jesus, was er will. Spinnst du? Hey, wieso Jesus? Der ist tot. Der ist vor 2000 Jahren gestorben. Und die Bibel, du kannst die Bibel doch nicht wörtlich nehmen. Du kannst sie doch nicht ernst nehmen. Was machst du denn? Und ich habe mir riesen Sorgen gemacht, dass dieses Mädel mit 18 in eine Sekte abrutscht und die wer weiß, was von ihr wollen. Und ich weiß, wir haben nächtelang ewig diskutiert, wo ich ihr versucht habe, diesen Glauben auszureden. Und wo ich ihr einfach versucht habe, darzulegen, du kannst es nicht so sehen und es funktioniert nicht und es stimmt nicht. Und ich habe gemerkt, meine Argumente sind einfach zu dünn. Ich muss unbedingt die Bibel selber gelesen haben, um gegen die Bibel argumentieren zu können. Und so habe ich mich dann, weil es kürzer ist, mit dem Neuen Testament erstmal auseinandergesetzt und mich hingesetzt und angefangen darin zu lesen. Und sie hat mir mal gesagt, dass meine Argumente so gut waren, dass ich fast vom Glauben abgekommen wäre. Aber beim Lesen des Neuen Testamentes habe ich entdeckt, meine Argumente waren nicht so gut, dass sie mich überzeugt hätten. Und immer wieder bin ich auf Dinge, auf Situationen und auf Aussagen Jesu, auf Begebenheiten gestoßen, wo ich gemerkt habe, nee, so leicht kannst du das nicht abtun. Da steckt viel mehr dahinter, als du eigentlich denkst. Und dann war das so, dass sie war da damals Au-pair-Mädchen in Paris. Ich habe sie dann besucht und ich habe das, wie man das so manchmal in Spielfilmen sieht, ich habe dann den Zug verpasst. Ich komme diesen Bahnsteig hochgerannt und der Zug fährt gerade ab. Und der nächste Zug ist erst 3 Stunden später gefahren. Und dann sitzt er da am Bahnhof, kannst kein Wort Französisch. Ich habe dann gehofft, irgendwie deutsche Zeitung oder was zu kriegen. Nix. Nur das Neue Testament. Also gut, dann liest ihr halt wieder drin. Und dann habe ich das Johannesevangelium gelesen, die Kapitel 14, 15, 16. Und in diesen Kapiteln sagt Jesus 5-mal sinngemäß, wer mich liebt, der wird tun, was ich ihm sage. Und da ist mir so bewusst geworden, trotz meiner Religiosität, trotz meiner Mitarbeit in der Kirche, im Pfarrgemeinderat, was auch immer, ich habe Jesus nie geliebt. Er hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich bin kein Typ, meine Frau kann das bestätigen, der nah am Wasser gebaut ist. Also ich weine sehr, sehr selten und selbst am Grab meines Vaters ist es, ja, habe ich meine Trauer anders ausgedrückt. Aber in diesem Moment bin ich dann in das Zugabteil eingestiegen, habe mich in dieses volle Zugabteil reingesetzt und habe losgeheult. Weil dieses Wort Jesu, diese Aussage Jesu, wer mich liebt, der wird tun, was ich ihm sage, mich so tief gepackt und getroffen hat, dass ich gar nicht anders konnte, als ihn um Vergebung zu bitten. Und dann habe ich da in dieser Zugfahrt von Paris heim nach Nürnberg beziehungsweise dann Hersbruck, habe ich mein Leben in seine Hände gelegt. Und ja, dann haben die Probleme eigentlich erst richtig angefangen. Denn genau so, wie ich da das Empfinden hatte, ich muss meine Bekannte unbedingt retten, so ging es natürlich meiner Familie. Was ist jetzt mit dem passiert? Gehirnwäsche oder was?
Und es war, ja, für meine Familie ist wirklich damals eine Welt zusammengebrochen. Vor allem für meine Eltern. Mein Bruder hat es dann ein wenig toleranter gesehen, dem war das eher egal. Aber für meine Eltern war das eine Katastrophe. Mein Sohn, unser Sohn, ist auf einem schlechten Weg. Er geht in die Irre und wir müssen ihn davon wegbringen. Und Sie können sich vorstellen, wie viele Diskussionen jetzt zu Hause gelaufen sind. Und ich habe zu Hause noch gewohnt in dem Alter und die Situation war unerträglich. Es war eigentlich nur noch Diskussion, nur noch Streit und ja, einfach eine Katastrophe. Und ich war dann in einem Hauskreis zur damaligen Zeit, der war 55 Kilometer entfernt. Und irgendwo habe ich gemerkt, wenn ich weiter im Glauben wachsen will, wenn ich besser verstehen will, worum es Jesus eigentlich geht, dann brauche ich eine Gemeinde. Dann brauche ich Christen, die auch die Bibel für die Wahrheit halten und mir helfen, die Bibel besser zu verstehen. Und ja, damals gab es dann bei uns im Ort sogar eine Freikirche. Und ja, die hatte aber innerhalb der katholischen Kirche kein sehr gutes Image, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich weiß nicht, soll ich da hingehen? Wer weiß, was das ist? Ich war mir so extrem unsicher. Auf der einen Seite wusste ich, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Christen, um ja, Jesus besser kennenzulernen und verstehen zu lernen. Aber soll ich wirklich da hingehen? Und immer wieder kamen Menschen auf mich zu und haben gesagt, geh doch dorthin. Und sei, nee, du, ich kenne da niemanden und so weiter. Nee, probier's doch mal aus. Nee, ich war dagegen. Bis ich das Empfinden hatte, eigentlich weiß ich, es wäre richtig, dorthin zu gehen. Und dann dachte ich, naja, probier's doch mit dem Gebet. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du wirklich willst, dass ich dorthin gehe, dann bitte ich dich, dass jemand von denen aus der Gemeinde kommt, und dass ich persönlich eingeladen werde. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee. Weil ich kenne ja niemanden. Wie will da jemand auf mich zukommen? Außerdem habe ich ja nicht in Hersbruck gearbeitet, sondern woanders. Und da war ich dann der Meinung, ja, Jürgen, das war jetzt echt eine gute Lösung. Auf der einen Seite hast du es in Gottes Hand gelegt, aber auf der einen Seite hast du jetzt einen Weg, wo du ziemlich sicher bist. Ich sage Amen, wir haben im Bahnhof gewohnt, gehe aus dem Bahnhof raus, gehe in dieses Bahnhoffoyer rein, weil wir durch das Foyer durch mussten, um aus der Wohnung auf die Straße zu kommen. Und dann ist an der Tür zum Ausgang ein großes Plakat und auf diesem Plakat steht drauf, herzliche Einladung zu einer Veranstaltung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wie ich später erfahren habe, war dieses Plakat nur ungefähr eine Stunde angebracht, weil es ohne Erlaubnis aufgeklebt wurde und die Bahnbediensteten es dann unmittelbar nach meinem Verlassen entfernt haben. Aber wer glaubt da noch an Zufall? Und so war das dieser Moment, wo ich einfach wusste, da gehöre ich hin. Für meine Eltern natürlich eine doppelte Katastrophe. Und ja, das eskalierte dann immer mehr so weit, dass ich irgendwann dann sogar gesagt habe, wisst ihr was, Papa, wir machen es jetzt so. Ich bete um eine Wohnung, weil ich eine Wohnung gesucht habe und keine gefunden habe. Ich bete jetzt um eine Wohnung und wenn ich innerhalb von einem von dir genannten Zeitraum eine Wohnung finde, dann akzeptierst du, dass ich in die Gemeinde gehe. Und wenn ich in diesem Zeitraum keine Wohnung finde, dann gehe ich nicht mehr dorthin. Für mich war es kein Gott auf die Prüfung stellen, sondern für mich war es einfach die Überzeugung, Gott zeigt mir den Weg. Und es war so, dass mein Vater dann sagte, nee, das ist ihm zu heikel. Wir machen solche Sachen nicht. Es könnte ja sein, dass du wirklich morgen eine Wohnung hast. Und tatsächlich, 14 Tage später, hatte ich eine Wohnung. Und diese ganze Atmosphäre hat sich nach und nach entspannt. Ja, und dann lasse ich mich taufen. Und es war natürlich wieder ein Riesenproblemfeld. Ich weiß noch sehr gut diesen Satz meines Vaters, wenn du dich wieder taufen lässt, bist du nicht mehr mein Sohn. Und ich war hin und her gerissen, weil ich meine Eltern eigentlich geliebt habe und meine Familie sehr wichtig war und man dann natürlich auch so Sätze hört, weißt du, wenn du dich taufen lässt, dann bist du egozentrisch, du bist lieblos, du bist rücksichtslos und so weiter. Und das war für mich
sehr schwer. Ich bin dann in ein Taufseminar gegangen und habe mich dann gegen die Taufe entschieden, weil dieses Taufseminar mich nicht überzeugt hat. Habe weiter in der Bibel gelesen und irgendwann dann festgestellt, nein, die Bibel überzeugt mich. Und ich habe mich dann taufen lassen und es war, ja, mein Vater hat dann wirklich zeitweise kaum noch mit mir gesprochen oder wenn, dann war es wirklich nur noch Vorwürfe. Und ich war hin und her gerissen, weil ich gesagt habe, eigentlich muss ich jetzt den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen, weil es tut keinem von uns mehr gut. Und es ist total belastend. Und dann komme ich auf die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wir müssen unsere Eltern ehren und lieben. Und das war für mich eine Riesenherausforderung. Ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt. Wahrscheinlich war das nur mein Empfinden, wahrscheinlich war ich auch nicht besser. Aber das war für mich einfach eine kleine Katastrophe, dass ich jetzt nicht... Ich hätte so gerne eine Bibelstelle gefunden, die mir sagt, weißt du, wenn jemand gegen deine Taufe ist, dann was auch immer. Nein, nein, Gott sagt, ganz egal, wie die Umstände sind, du musst deine Eltern lieben, du musst deinen Vater ehren. Und jedes Mal, wenn ich ihm begegnet bin, dann eskalierte die Situation und eigentlich wollte ich das nicht, ich konnte es nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe, ich brauche Gottes Hilfe dabei. Und ich habe dann, ich denke, über einen Monat jeden Tag dafür gebetet, helf mir, Vater im Himmel, dass ich meinen Vater lieben und ehren kann, egal wie er mit mir umgeht. Und eines Tages bin ich dann bei meinem Vater gewesen, weil ich irgendwas gebraucht habe. Er wirft mir was an den Kopf und plötzlich habe ich ihn trotzdem geliebt. Plötzlich hat es mich nicht mehr verletzt. Plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott mein Herz verändert hat. Und es hat mich total beeindruckt. Und ich war dann so dankbar. Und ich glaube, das haben meine Eltern dann mit der Zeit auch gemerkt, dass ihr Sohn nicht mehr zurückschießt und dass die ganze Sache sich nicht hochschaukelt, sondern dass er plötzlich anders ist, in einer Art und Weise, die man sich nicht erklären kann. Und meine Frau wird es bestätigen, es war wirklich so, dass ab diesem Moment, wie wir uns dann auch kennengelernt haben, wie wir dann geheiratet haben, natürlich war das ein großes Thema, in welcher Kirche, was ihr wollt dort heiraten, na, dann kommen wir nicht. Also, aber meine Eltern kamen, meine Familie kam zu der Hochzeit. Und auch durch die Beziehung zu meiner Frau ist das Verhältnis zu meinen Eltern geheilt worden und besser geworden. So viel besser, dass mein Vater kurz vor seinem Tod mir gesagt hat, eigentlich weiß ich, hattest du damals recht. Eigentlich war die Art und Weise, wie du die Bibel verstanden hast, die richtige und nicht meine Sicht. Und er hat am Sterbebett, am Abend bevor er gestorben ist, im Krankenhaus mir gesagt, dass er sein Verhältnis mit Jesus in Ordnung gebracht hat. Und das hat mir sehr viel Frieden gegeben, weil ich wusste, jetzt geht er nicht irgendwo hin, sondern er geht heim. Und jetzt, 30 Jahre später, nach diesem Thema Taufe und so weiter, im letzten Jahr, hat meine Mutter mir erzählt, dass sie Jesus ihr Leben übergeben hat und wir treffen uns jetzt jede Woche regelmäßig, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und mich beeindruckt es zu sehen, wie sie sich über die Bibel freut, über das, was Jesus sagt, begeistert ist. Und gerade auch in dieser schwierigen Zeit, die wir alle momentan auch mit durchmachen, der eine mehr oder andere weniger, Trost, Zuversicht und Kraft findet. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, ein Happy End. Eigentlich. Aber die schwersten Krisen sollten eigentlich mir, uns noch bevorstehen. Ich hatte mal gemeint, so kurz nach meiner Bekehrung, Jesus nachzufolgen bedeutet, man führt ein Leben ohne Probleme. Ich sehe, keiner ist da meiner Meinung.
Und so ist es natürlich auch nicht. Jesus hat sehr viel von Dingen gesprochen, die zu einer Herausforderung werden können. Und so war das dann eben auch, dass zuerst man nimmt bestimmte Dinge nicht so wahr, dann natürlich die Krisen mit meinen Eltern, aber dann sollte noch eine viel schwierigere Krise in unser Leben hineinkommen, die mich wirklich an den Rande meines Glaubens bringen sollte. Anfangs, so auch in diesen ersten Jahren, war das voller Ereignisse und ein paar Dinge habe ich ja schon erzählt und Situationen, die mich unheimlich ermutigt und mir Freude gegeben haben, wo ich gedacht habe oder wo ich gelernt habe, Jesus ist wirklich eine Realität. Und Gebet ist nicht etwas, was man irgendwo formuliert in der Hoffnung, dass eventuell etwas passieren könnte, sondern es ist etwas, was das Herz Gottes bewegen kann und Unmögliches möglich machen kann. Es war zum Beispiel so, dass ich eine Kollegin hatte damals und sie hatte Krebs, sie hatte Brustkrebs damals und dann ist sie von ihrem Arzt mit diesem dummen Satz getröstet worden. Wissen Sie, so ein Brustkrebs ist doch nicht schlimm. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Knochenkrebs in der Hüfte oder so, das wäre richtig schlimm. Aber Brustkrebs, das ist ja nur so ein Schönheitsthema. Dieser Satz hat sie damals furchtbar entsetzt. Noch mehr entsetzt war sie, als sie 2 Jahre später Knochenkrebs in der Hüfte hatte. Also genau das, was der Arzt als Worst-Case-Szenario beschrieben hat. Und ja, sie war natürlich völlig verzweifelt und wir haben für sie gebetet und dann hatte ich irgendwann, sie war nicht gläubig, irgendwann hatte ich das Empfinden, als wir im Hauskreis für sie gebetet haben, ich soll hingefahren, ich soll sie besuchen und ich soll für sie beten. Und ich bin dann hingefahren, ich habe sie besucht und dann habe ich gefragt, ob das ihr Recht ist, wenn ich für sie bete und ich würde auch gern die Hand auflegen, ist das in Ordnung? Und das habe ich dann getan und ja, okay, danke, sagt sie, und dann fahre ich heim, völlig verunsichert, war das jetzt okay, passiert jetzt irgendwas? Und ein paar Tage später kommt sie in die Firma und dann sagt sie, ich muss euch unbedingt was erzählen, ich komme gerade vom Arzt und der hat mich untersucht, der hat mich geröntgt und der hat gesagt, Frau Klemm, es ist ein Wunder passiert, der Krebs ist nicht nur verschwunden, sondern der zerstörte Knochen ist geheilt. So etwas gibt es nicht. Der Arzt sagte ihr, es ist ein Wunder. Ich war sprachlos und dann sagt sie doch tatsächlich, naja, das war jetzt ein schöner Zufall. Und trotzdem, es ist kein Zufall gewesen, wenn der Fachmann, wenn der Mediziner von einem Wunder spricht. Ja, das war so eine Situation, oder ich selber war auch krank, ich hatte Rheuma in den Knien, die Diagnose des Arztes sah nicht gut aus und es wurde immer schlimmer, verschiedene Behandlungen haben nicht angeschlagen, es ging alles in die Richtung Rollstuhl und irgendwann habe ich dann eines Morgens so Schmerzen gehabt, dass ich gebetet habe und gesagt habe, Gott, gib mir bitte zumindest so viel Kraft, dass ich in der Früh in der Bibel lesen kann, weil im Moment kann ich mich auf gar nichts konzentrieren. Und mit einem Mal wurden meine Knie heiß. Ich schaue hin, die werden feuerrot. Es ist vor über 30 Jahren jetzt und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit meinen Knien. Ich habe auch gebetet, dass ich keine Brille mehr tragen muss. Gott ist eben nicht der Wunschautomat. Er ist nicht derjenige, wo ich oben einfach ein Gebet reinschmeiße und unten kommt immer die Erhörung raus. Aber er ist jemand, der uns segnen möchte, der uns seine Macht zeigen möchte und zeigen möchte, dass er eine absolute Realität ist. Und das durfte ich so erleben. Und das hat meinen Glauben natürlich auch in dieser Zeit enorm gestärkt. Und irgendwo ist man dann so begeistert und so voll, dass man, ich habe mich dann zu einem Satz verführen lassen, wo ich gesagt habe, weißt du, Jesus, eigentlich ist es so, ganz egal, ob du Gebete erhörst oder nicht, ich werde dir immer nachfolgen, egal was kommt. Und dann kam es dicke. Es war so, ich habe dann meinen Job gekündigt, nachdem wir
viele Jahre versucht haben, Kinder zu bekommen, auch mit medizinischer Hilfe, es nicht funktioniert hat. Und die Ärzte uns eigentlich gesagt haben, naja, finden Sie sich damit ab, dass Sie halt keine Kinder haben werden. Und ich war damals Prokurist in einem mittelständischen Unternehmen und habe mir dann gedacht, weißt du was, dann machst du eine Fernbibelschule, du kündigst deinen Job, machst eine Fernbibelschule. Lisbeth arbeitet ja, also wir haben ein Fundament, von dem wir leben können. Und dann kannst du das machen. Ich habe gekündigt, habe mit der Fernbibelschule angefangen und einige Monate später ist sie schwanger. Blödes Timing, habe ich mir dann gedacht. Kurz danach kam sogar noch unser zweiter Sohn auf die Welt. Und dann denkt man natürlich, naja, okay, jetzt muss man irgendwie Geld verdienen, weil das Einkommen der Ehefrau fällt ja aus. Und dann war das so, dass ich verschiedene Sachen abgeklärt habe. Ich habe dann zu der Zeit bei einer Unternehmensberatung mit ausgeholfen, bei verschiedenen Projekten geholfen. Und dann war ein Kunde da, der sagte, ja, ich brauche jemanden, der meine Modeabteilung übernimmt, eigenständig, in Eigenregie. Naja, ich war Einzelhändler. Ich hatte die Unternehmensberatung so ein bisschen im Hintergrund. Wir hatten sehr viele Kontakte. Dann mache ich das doch. Bessere Voraussetzungen kann es nicht geben. Es gab tolle Pläne, wie das Kaufhaus sich entwickeln sollte. Es gab eine Zusage für die Finanzierung, für die Renovierung. Und alles sah toll aus. Und eine Tür nach der anderen ging auf. Und mit Volldampf, meine Frau hat immer so ein bisschen, Frauen sind manchmal da etwas weiser als wir Männer, so ein bisschen gewarnt und gesagt, nee, willst nicht nochmal drüber nachdenken. Sag ich, nee, du, ich habe gebetet, ich bin mir sicher. Schwupp. Und voll rein. Ja, und voll rein und dann irgendwann in den nächsten Jahren voll gegen die Wand. Es schien fast so, als ob Jesus mich da wirklich auch bewusst in diese Zeit mit hineinnehmen wollte und mir Dinge aufzeigen wollte, die nicht in Ordnung waren. Aber damals, als wir in dieser Zeit drin gesteckt sind, ja, da konnte man vieles nicht verstehen. Vor allem, weil wir Wunder erlebt haben, aber jetzt in der anderen Seite. Dinge, die eigentlich unmöglich erscheinen, sind plötzlich schiefgegangen. Wo wir uns gedacht haben, das kann nicht sein. Also zum Beispiel fing es damit an, dass kurz nachdem ich das Geschäft eröffnet hatte, ich mit zwei Angestellten, sich die eine davon den Knöchel gebrochen hatte. Naja, gut, sowas kann passieren. Als sie gesund war, hat sich die andere das Kreuzband so gerissen, dass sie monatelang ausgefallen ist. Okay, kann auch noch passieren. Dann hat sich die schriftliche Zusage der Bank für die Renovierung des gesamten Kaufhauses, wir haben inzwischen mehrere Tausende, Zehntausende Euro in die Renovierung der Abteilung gesetzt, dass die Renovierung des Kaufhauses zurückgezogen wurde. Das heißt, dieses Gesamtkonzept gab es plötzlich nicht mehr. Es ging dann weiter, dass natürlich dann der Betreiber des Kaufhauses insolvent ging. Insolvent ging bedeutete dann zum Beispiel, dass mitten im Winter, im Dezember, die Heizung ausgefallen ist und irreparabel kaputt war. Das heißt, ich kam rein eines Morgens und dann habe ich mir gedacht, oh, es ist kalt da, aber ich hätte jetzt gedacht, dass unsere Zimmerpflanzen, dass es kälter ist, dass die da irgendeinen Schaden bekommen. Und als es dann mit Heizlüftern und so weiter etwas wärmer wurde, habe ich gemerkt, die waren nur gefroren. Die waren nicht mehr in Ordnung und es war furchtbar kalt und wir Männer sind da etwas unkomplizierter, aber die Damen können sich vorstellen, wie gerne man bei ungefähr 8, 9 Grad in der Umkleidekabine etwas anprobiert. Ich merke, Sie können sich das lebhaft vorstellen. Und so ging es weiter, dass Werbeaktionen, die Post hat meine Briefe in eine falsche Richtung geliefert und dann war es natürlich total tröstlich, wenn der von der Post, der dann kam, um sich zu entschuldigen, gesagt hat, Herr Schmidt, wissen Sie, sowas ist uns noch nie passiert. Ich kenne keinen vergleichbaren Fall. Ich kann Sie damit trösten. Ja, sehr tröstlich. Und das waren einfach nur ein paar Beispiele. Und dann sitzt man immer da und denkt man, Mensch Gott, du kannst doch Wunder tun. Warum tust du nichts? Warum passiert, ja, nicht mal die Frage, warum passiert nichts, sondern warum geht fast alles, was ich anfasse, schief?
Und Sie können sich dann natürlich auch vorstellen, dass das auf uns als Familie, auf unsere Ehe auch nicht förderlich war. Und dass wir dann natürlich auch Spannungsfelder hatten. Und wenn ich dann abends heimkam, ich sehr, sehr schlecht drauf war. Und wenn meine Frau dann mir von ihren Problemen erzählen wollte, ich dann halt sehr oft in die Richtung reagiere, was sind deine Probleme mit den Kindern? Weißt du, ach, das ist ein Kinkerlitzchen zu dem, was ich erlebe. Und es wirklich eine immer dunklere und immer schwierigere Zeit war. Und man betet, man liegt nachts wach, man sucht nach Lösungen und es tut sich nichts. Und ich weiß, dass ich da in diesen, und das ging ungefähr 3-4 Jahre so, wo wir dann immer wieder was Neues versucht haben, immer wieder versucht haben, das Ganze zu retten, immer wieder Geld reingesteckt haben, und irgendwann an dem Punkt kamen, dass wir einfach gesagt haben, okay, jetzt, das Haus ist komplett belastet, die Bank dreht den Hahn zu, es gibt keine Lösung mehr. Und ja, wir haben dann in dem Moment entschieden, dass wir gesagt haben, okay, es geht nicht mehr, wir müssen die Reißleine ziehen. Für mich war es wichtig, eine Insolvenz zu vermeiden, ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht wollte, dass durch meine Fehler irgendjemand geschädigt wird. Und ab diesem Moment, wo ich eigentlich kapituliert habe, wirklich kapituliert habe und gesagt habe, okay, es gibt keine Lösung, jetzt passiert einfach, was passieren soll, da hatte ich im Rückblick jetzt wahrscheinlich so diesen Moment, wo Gott mich haben wollte, wo er gesagt hat, so, und jetzt kann ich mit deinem Leben wieder etwas anfangen. Ich glaube, dass ich in dieser Zeit davor sehr stolz und hochmütig war. Ah, mir gelingt alles. Ich brauche nur beten und Gott tut, was ich will. Und Gott mich dadurch ganz schön gedemütigt hat, aber letzten Endes dafür gesorgt hat, dass Jesus in meinem Leben größer und bedeutender werden konnte. Und es war dann wirklich so, dass diese ganzen Gespräche mit den Vermietern über Abfindungen, Aufhebungen und so weiter, dass es wirklich dann Lösungen gab und dass da viele kleine Wunder passiert sind, dass wir einen Cut ziehen konnten, an dem wir heute immer noch zu knabbern haben, weil wir immer noch mit Schulden im Hintergrund sind, aber wo wir gesagt haben, okay, das ist nicht schlimm, Gott hat eine Lösung geschenkt und hat uns da rausgeholt und einen neuen Weg gezeigt. Und heute kann ich sagen, rückblickend, ich denke, das können wir beide sagen, diese schweren Jahre wurden eigentlich die wertvollsten in meinem Leben, nicht in dem Sinne, dass alles toll lief, aber in dem Sinne, dass mein Charakter bearbeitet werden konnte. Und es ist einfach so, das habe ich begriffen, das ist so wichtig, dass Gott oft viel mehr Interesse an unserem Wesen, an unserem Charakter als an den Umständen um uns herum hat. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank, dass du mich durch diese Schule geführt hast. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht einordnen und nicht begreifen kann. Die wird mir Jesus irgendwann im Himmel zeigen und erklären. Aber viele Situationen, wo Gott mich gefordert hat, anderen beiseite zu stehen, ihnen Trost zu geben, ihnen in seinem Namen bei einer Lösungsfindung zu helfen, in diesen Situationen merke ich, ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die ich den Menschen jetzt mitgeben kann. Und ja, das klingt jetzt ganz leicht und unkompliziert. Es war damals eine harte Zeit, aber es ist oft so, und das habe ich in Gesprächen mit anderen Christen inzwischen immer wieder bestätigt gekriegt. Krisen, wenn wir versuchen, in Krisen trotzdem an Gott festzuhalten, werden, Paulus schreibt es uns in Römer 8, 28, werden denen, die Gott lieben, alle Dinge am Ende zum Guten dienen. Und wir müssen daran festhalten, das ist die Quintessenz, die mir Gott in dieser Zeit gezeigt hat, wir müssen daran festhalten, dass wir Gott lieben, auch wenn wir vieles vielleicht nicht verstehen. Und danach haben sich ganz neue Dinge eröffnet, das ist ja jetzt, das Ganze ist
ungefähr 10 Jahre her. Und wenn ich jetzt so diese letzten 10 Jahre nehme, dann denke ich, können wir beide sagen, diese letzten 10 Jahre waren Jahre, über die wir enorm dankbar sein können. Es ist nicht alles glatt gelaufen, es ist nicht jedes Gebet erhört worden, beileibe nicht. Und es sind Dinge gewesen, die man sich ganz anders gewünscht hätte. Aber es waren so wertvolle, es sind so wertvolle Jahre. Ich habe dann zum Beispiel einen sehr guten Job bekommen bei einer Geschenkartikelfirma, wo ich dann auch Regionalverantwortung hatte. Das heißt, ich war auch für den gesamten Außendienst, der in Ostdeutschland und in Bayern auch, also ich selber war für Südbayern verantwortlich und Ostbayern verantwortlich. Und dann hatte ich die Kollegen in Ostdeutschland noch, für die ich verantwortlich war, die ich dann führen durfte und was mir sehr viel Freude gemacht hat, da mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und es war, ja, es sind dann einfach viele Dinge passiert, auch mit unseren Kindern, wo wir gemerkt haben, sie entdecken Jesus für sich, wachsen im Glauben auf. Und dann, das war ungefähr 2014 oder so in dem Dreh, dann kam plötzlich bei einer Ausstellung über Leonardo da Vinci der Gedanke, sowas müssten wir mal über Jesus machen. Und ich habe mir dann verschiedene Dinge in Deutschland angeguckt und gedacht, ja, also Leonardo da Vinci ist sicher eine tolle Person, aber man müsste den Menschen einfach mal zeigen, was an der Wahrheit der Bibel dran ist und wie großartig Jesus ist. Und dann haben wir damals, ja, eigentlich als Familie die Berufung gehabt, baut diese Ausstellung auf. Zum Zeitpunkt, wo wir keinen Euro übrig hatten, zum Zeitpunkt, wo ich einen 50-Stunden-Job hatte, zum Zeitpunkt, wo vieles einfach unmöglich erschien und Gott hat Möglichkeiten geschenkt. Und das ist so schön. Meine Söhne haben mir mal vor kurzem gesagt, weißt du, wenn wir auf die Zeit zurückblicken und wenn wir einfach sehen, wie Gott diesen Weg, den er uns gezeigt hat, bestätigt hat, dadurch, dass er uns halt immer wieder gezeigt hat, weißt du, das ist mein Wille und das ist die Tür und geh durch diese Tür durch. Da können mir, hat mein Großer gesagt, da können mir die Leute 10-mal erzählen, es gibt keinen Gott. Wir haben erlebt, Jesus ist eine Realität. Und 6 Jahre lang, ich habe mal überlegt, so über 2000 Stunden später, viel Geld später, das Gott aus allen möglichen Quellen uns zukommen hat lassen, haben wir dann damals im Dezember 2018 die erste Jesus-Ausstellung machen können, mit über 200 Exponaten damals, zum Teil aus der Zeit Jesu, wo wir die Menschen mit hineinnehmen konnten in die Wahrheit der Bibel, wo wir sie hineinnehmen konnten in das, wie Jesus gelebt hat, was er gelehrt hat, was seine Aussagen, seine Lehre, sein Leben und sein Tun heute noch an Relevanz und Bedeutung hat. Und ich erinnere mich da noch, da war ein Ehepaar da, die kamen dann rein und die haben dann eben erzählt, ja, dass sie 25 Kilometer extra gekommen sind, um die Ausstellung zu sehen und sie sind Atheisten. Und das fand ich natürlich total interessant und sage ich, ja, wieso? Ja, uns interessiert die Geschichte. Also wir sind historisch sehr interessiert und gerade die Geschichte um die Zeit Jesus, das hat uns total interessiert und es klang ganz interessant, was da in der Zeitung stand und wir wollten uns das angucken. Und dann sind diese Atheisten durch die Ausstellung durchgegangen und waren sehr lange in der Ausstellung und dann kamen sie am Schluss zu mir und dann haben sie gesagt, wir hätten nie gedacht, was für eine Bedeutung Jesus wirklich hat. Jetzt wollen wir als nächstes die Bibel lesen. Und das sind die Momente gewesen oder sind auch die Momente. Vor 4 Wochen war seit Corona die erste Ausstellung wieder. Das sind die Momente, wo man spürt, es tut so gut, sein Leben Jesus zur Verfügung stellen dürfen und für ihn ein Werkzeug sein dürfen. Und dass man spürt, wie Gott in einem oder mit einem Leben seine Geschichte schreibt. Ja, als wir dann mit der Ausstellung fertig waren, war dann dieser Punkt, wo wir gesagt haben, es ist so beeindruckend, wie Jesus die Ausstellung gebraucht hat, um Menschen zu bewegen, aber mit einem 50-Stunden-Job nebenbei und 4 Wochen Urlaub im Jahr funktioniert das nicht. Und dann haben wir uns nach viel Gebet im Frühjahr 2019 entschieden, ich gebe meinen Job auf.
Wir versuchen die Ausstellung umzusetzen. Wir haben also auch keine Gemeinde oder so, die das finanziert hat. Das war ein Familienprojekt. Und wir können es nicht beziffern, wie das war, aber es ist einfach ein Wunder gewesen in dieser Zeit, wo uns Jesus jetzt durch diese Jahre geführt hat. Als dann die Ausstellung nicht mehr sein konnte, hat er dann eine Gemeinde, in der ich viele Jahre vorher mal gepredigt habe, dazu motiviert, mich anzurufen und zu fragen, ob ich nicht zumindest Teilzeit-Gemeindereferent werden will. Und ja, so haben wir in diesen Jahren immer wieder erlebt, Jesus ist eine Realität. Und wenn man sich ihm zur Verfügung stellt und wenn man bereit ist, eben wie schon gesagt, dass er durch ein Leben Geschichte schreiben kann, dann erwarten einen außergewöhnliche Abenteuer. Und das ist was mich immer wieder so fasziniert und traurig macht gleichzeitig. Traurig macht, wenn ich Menschen sehe, die mir erzählen, Mensch, weißt du, in meinem Leben, es geht nicht gut und ich weiß gar nicht, wofür ich lebe. Und wenn ich ihnen dann erzähle, dass ich sage, Mensch, Jesus hat einen Plan für dein Leben. Er hat etwas ganz Besonderes mit dir vor. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Und wenn dann die Menschen sagen, naja, weißt du, ich will lieber nichts Neues ausprobieren oder so. Und das macht mich traurig. Es macht mich einfach traurig, dass Menschen scheinbar irgendwelche Hindernisse haben, um zu sagen, nee, diesen Schritt auf Jesus zu will ich nicht gehen, ich gehe lieber einen Schritt zurück. Aber das ist, glaube ich, genau das, worum es heute Abend geht. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Vielleicht sind Sie auch in irgendeiner Freikirche und aktiv oder was auch immer. Ich kenne zu wenige von Ihnen. Aber ich weiß eines, Gott möchte mit jedem, der hier sitzt heute Abend, seine Geschichte und seinen Plan schreiben. Er hat mit jedem von Ihnen einen wunderbaren Plan vor. Wir haben vor einem Jahr jemanden getauft bei uns in der Gemeinde, der 96 Jahre alt ist. Und er steigt aus diesem Taufbecken raus und sagt diesen Satz, der mich tief im Herzen bewegt hat. Ich freue mich auf all das, was Jesus für mich jetzt noch bereithält. Mit 96. Wir denken manchmal, wow, mit 70, da muss man sich so langsam an Lebensende vorbereiten. Nein, ganz egal, wie alt sie sind, ganz egal, wie fit sie sich fühlen, ganz egal, in welcher Lebenssituation sie momentan sind, Gott hat einen wunderbaren Plan. Und ich wünsche mir, dass sie Jesus die Hand geben und dass sie diesen Plan ergreifen. Es ist nicht immer Zuckerschlecken. Das, denke ich, ist in meinem Zeugnis deutlich geworden. Aber es wird so sein, das verspreche ich jedem hier, es wird so sein, dass am Ende, wenn man eines Tages bei Jesus steht und wenn man ihm vertraut hat, auch wenn man keine Lösungen gesehen hat und gesagt hat, Jesus, ich sehe jetzt keinen Grund, ich weiß nicht, warum du das zugelassen hast, aber ich will dir trotzdem vertrauen, dass dieses Versprechen von ihm, denen, die Gott lieben, werden am Ende alle Dinge zum Guten dienen, dass er dieses Versprechen einlösen wird und uns dann, wenn wir im Himmel bei ihm stehen, uns dann zeigen wird, wie er diese Verheißung erfüllt hat. Und ich möchte jetzt gerne einfach auch beten, weil beten, ich denke, das wissen wir alle, beten ist reden mit Gott. Und ich glaube, Gott ist heute hier. Und Gott möchte Ihnen heute Jesus möchte Ihnen heute seine Hand ausstrecken und er möchte gerne mit Ihnen durchs Leben gehen. Vielleicht sind Sie irgendwo an dem Punkt auch gekommen, dass Sie sagen, Mensch, ja, es ist alles gut, aber ich bin in Gewohnheiten reingekommen und in Traditionen, ich habe mich verfangen in einer vielleicht auch Religiosität. Haben Sie den Mut, den wertvollsten Schritt des Lebens zu tun, nämlich Jesus die Hand zu geben und zu sagen, Herr, ich möchte dir mein Leben geben. Du hast für mich am Kreuz bezahlt, damit ich neu anfangen kann, damit ich frei werde von Schuld und damit ich mit dem Vater im Himmel versöhnt werden kann. Ich werde jetzt laut beten und dann gebe ich einfach
einen Moment der Ruhe, wo jeder für sich, wenn er möchte, in der Stille oder laut Gott auch ganz persönlich eine Antwort geben kann. Vater im Himmel, du hast jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, so sehr geliebt, dass du vor 2000 Jahren das gegeben hast, was einem am wertvollsten ist, nämlich das eigene, das einzige Kind. Du wolltest mit uns versöhnt werden und wolltest diesen Weg gehen, obwohl wir alles andere als perfekt sind und ja, und uns zeitweise, so wie mir das in Paris deutlich wurde, überhaupt nicht für das interessiert haben, was dein Wille ist, sondern unseren Willen durchboxen wollten. Und ich danke dir, dass du diese Schuld bezahlt hast durch das Blut deines Sohnes und dass du, Jesus, nicht im Grab geblieben bist und nicht am Kreuz hängen geblieben bist, sondern dass du den Tod überwunden hast und dass du in jedes einzelne Leben hier hineintreten willst. Jesus, ich weiß, dass dir jeder Einzelne hier wichtig ist und dass du mit jedem Einzelnen einen Plan hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder hier in diesen Plan, in dieses wunderbare Leben, das du vorbereitet hast, hineinsteigen kann und entdecken kann, wie großartig es ist, mit dir zu leben, gerade dann auch in dunklen Situationen, wo wir am Ende lernen können, dass du aus der dunkelsten Situation noch etwas Gutes machen kannst. Ich bitte dich, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst und begegnest und dass wir erleben, ja, dass du nicht nur deine Hand ausstreckst, sondern ich wünsche mir, dass wir diese Hand nehmen, vielleicht ganz neu, zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil wir gemerkt haben, weißt du, Jesus, es ist gut, jetzt wieder einen Neuanfang zu machen. Amen.